Jahrhunderts. Zu Besuch bei Henry Moore. Jetzt in Dreisat. Henry Moore hat einmal von sich gesagt, ein Bildhauer habe es immer mit beunruhigenden Elementen zu tun. Er sei besessen von Gestalt und Form, aber nicht von etwas Bestimmtem, sondern von allem und jedem. Menschen, Tiere, Kieselsteine, Fundstücke wie Knochen, Muscheln, Treibholz, alles sei für ihn Quelle der Inspiration. Eine Skulptur müsse Vitalität besitzen und ein Eigenleben, unabhängig vom Gegenstand, den sie darstelle. Skulptur entstehe organisch durch nach außen drängende Energie. Sie sei durch Druck von innen heraus geschaffen. Moores künstlerische Energie beschränkt sich nicht auf die Masse allein. Hohlräume und Zwischenräume sind für ihn gleich zu bewertende Elemente. Nicht allein die Ansichten sind wichtig, auch Durchblicke und optische Verschiebungen der Teile zueinander machen das Kunstwerk komplex. Sein Eigenleben enthüllt sich nicht auf den ersten Blick. Man muss es von verschiedenen Seiten und Blickwinkeln betrachten. Man muss darum herumgehen, um die besondere innere Dramatik wahrzunehmen und zu begreifen. Der Park von Henry Moore in Perry Green, Much Hatham, diese harmonische englische Landschaft, in der Moore seit 45 Jahren lebt und arbeitet, ist ein nahezu idealer Ort für Moores oft weit überlebensgroße Skulpturen, wie hier das Sheep Piece aus dem Jahr 1971-72. Das Haus, in das Moore 1940 eingezogen war, wurde inzwischen vergrößert. Hinter dem Fenster sitzt der Bildhauer. Oh, I like sheep as a relationship to sculpture better than I like cows and horses, say. Ich mag die Schafe bei den Skulpturen. Sie sind mir da lieber als Kühe oder Pferde. Kühe und Pferde sind zu groß. Schafe sind etwas unterlebensgroß. Das Verhältnis ihrer Größe zur Größe des Menschen ergibt einen guten Maßstab und lässt die Skulpturen monumentaler aussehen, monumentaler wirken, als umgeben von Tieren, die sie kleiner erscheinen lassen würden. Das Modellstudio von Moore, voller Maketten, ersten plastischen Entwürfen und Skizzen für Skulpturen, enthält auch Gegenstände von Moores Inspiration. Zum Beispiel diesen Knochen, aber auch Kiesel, Muscheln, Treibholz. Fast nie kommt ein Fremder in dieses Atelier, das plastische Entwürfe von Moore aus den letzten 40 Jahren enthält. Hier stehen die Gipsmodelle für Mann und Frau der wesentlich später, erst 1948-49 vollendeten Familiengruppe. Ein Kieselstein neben einer liegenden. Eine Studie für eine der wenigen männlichen Figuren in Moores Werk, für den Goslarer Krieger. Das Thema hat Moore aus einem Knochen heraus entwickelt. In Nuze,
sind hier die wichtigsten Themen Henry Moores versammelt. Liegende Figur, Mutter und Kind, äußere und innere Form. Aber nur wenige dieser Bozzetti hat Moore weiter bearbeitet und in anderem Maßstab neu aufgebaut. Zwar spiegeln die Entwürfe Eindrücke von der Kunst versunkener Reiche und fremder Völker, doch hat Moore nichts kopiert. Ihn hat immer nur das formal-künstlerische Prinzip interessiert. Als er zum ersten Mal einen Stein durchbohrte, machte er die Erfahrung, dass ein Loch, das Hohlräume, die gleiche Formbedeutung und die gleiche formale Energie haben können wie eine feste Masse. Hohlräume, sagt Moore, geben einer Skulptur mehr Räumlichkeit. Frau im Muschelrock, Blattskulpturen, nichts, was diesen Bildhauer nicht angeregt hätte. Mit der Geburt seiner einzigen Tochter Mary rückt in den 40er Jahren das Thema Mutter und Kind in den Mittelpunkt. Die Spannweite reicht da vom eigenen Leben bis zu den Muttergottheiten fremder Kulturen. Für die verschiedenen bildhauerischen Arbeiten gibt es in Perry Green verschiedene Ateliers. In jedem liegt für Moore ein gestreifter Arbeitskittel im Sessel. Seit 2 Jahren stehen auch überall 2 Stöcke. Hier ist das eigentliche Bildhaueratelier, in dem Moore seine Entwürfe in verschiedenem Maßstab durcharbeitet. Die Makette dieser liegenden Figur ist etwa 21 cm lang. Das Modell etwa 1 Meter, die große Skulptur dahinter aber über 4 Meter lang. Moore geht nicht mechanisch vor, er baut neu auf, denn, sagt er, der Maßstab ist wesentlich eine Sache des Blickpunkts. Er ergibt sich gewissermaßen natürlich. Wenn bei Moore eine Geste eine Rolle spielt, ist sie fast immer verhalten und scheu. Noch einmal Maßstäblichkeit. Die Makette für äußere und innere Form ist gut 15 cm. Die Marmorskulptur im Hintergrund über 2 Meter hoch. Die monumentale Travertinfigur daneben erinnert an Steinzeitliches.
Die Doppelfigur, 2,20 Meter hoch, hat ein Maß, das man häufig an Portalfiguren des Mittelalters findet. In diesem Park scheint die Einheit von Natur und Kunst nahezu vollkommen. Henry Moore hat die Skulpturen selbst aufgestellt. Und wer ihm nur einmal dabei hat zusehen dürfen, ahnt, was den Künstler dabei bewegt, was er beachtet. Selbst die Himmelsrichtung, in die seine Figuren schauen, ist wegen des Lichts für ihn wichtig. Man blickt auf eine Lebenslandschaft, die Moore in diesen Park hineinkomponiert hat. So wie er in den einzelnen Skulpturen Zwiesprache mit der Kunst weit zurückliegender Epochen führt, führt er hier auch Zwiesprache mit den verschiedenen Phasen seines Lebenswerks. Durchblicke, Einblicke, Ausblicke. Verschlossene, zueinander gruppierte Formen und Blöcke enthüllen ihr nicht auf den ersten Blick ersichtliches, komplexes Wesen, ihr Geheimnis, stellen sich dar in Verbindung mit dem Raum im Park, mit der Natur. Vieles wirkt fremd, wie aus sehr fernen Zeiten, und ist doch ganz Gegenwart. I like natural light, yes. Nothing better than natural daylight, sunlight. Out of doors, yes, nothing better. I mean, any artificial light is artificial. We see through light. If the world were black and we were dark, we wouldn't. There'd be no visual thing at all. It's all done through light.
Ich liebe das natürliche Licht. Es gibt nichts Besseres als natürliches Tageslicht, Sonnenlicht. Ich könnte es anbeten. Kunstlicht bleibt immer künstlich. Wir sehen durch Licht, sonst wäre alles um uns schwarz und wir sehen gar nichts. Alles geschieht durch Licht. Tageslicht ist wesentlich. Ja, Sonnenlicht hilft mir noch mehr. Ein Wechsel im Licht zeigt dir eine Veränderung der Form. Licht ist wahnsinnig wichtig für Malerei und Bildhauerei. Wir sehen ja doch durch das Licht. Der mit Kriegsbeginn seine Lehrtätigkeit an der Chelsea School of Art in London aufgegeben hatte, wurde 1940 offiziell zum War Artist, gewissermaßen als Kriegsberichterstatter berufen. In den als Schutzräumen dienenden Tunnels der Londoner Untergrundbahn zeichnete er die voller Angst dorthin geflüchteten Menschen. Moore war kurz zuvor mit seiner Frau nach Perry Green, Much Hatham gezogen. Er fuhr abends nach London, machte in den Schutzräumen flüchtige Skizzen auf kleinen Blöcken. Daraus entstanden jene berühmten Zeichnungen, die zu den ergreifendsten menschlichen Zeugnissen unseres Jahrhunderts gehören. Tapisserien nach Zeichnungen von Henry Moore wurden zu Beginn der 80er Jahre in den Werkstätten am West Dean College in Sussex gewebt. Die Vorlagen stammen aus verschiedenen Jahren. Untergebracht sind sie in Perry Green in einer rekonstruierten alten Scheune aus einem benachbarten Ort. Die Balken aus dem 15. Jahrhundert wurden wiederverwendet. Dass Moores Auffassung von Gestalt wesentlich durch italienische Kunst geprägt wurde, wird besonders auf den Bildteppichen Mutter und Kind und die drei Parzen deutlich.
I learned a lot from that, from winning the traveling scholarship and going to Italy for 3 months, 3 or 4 months. In Italien lernte ich eine Menge durch das Reisestipendium, das ich gewonnen hatte. Ich konnte 3 oder 4 Monate nach Italien fahren und die Museen besuchen und die Dinge im Original sehen und nicht in der Reproduktion. Schließlich gehört das zu den Grundlagen des Europäischen. Und ich war ja ein Europäer. Moore hat zur Erinnerung an die Krönung von Königin Elisabeth II. Im Jahr 1953 die Köpfe eines Königspaares für die Kirche St. Andrews in Much Hatham geschaffen. Sie betonen den Bogenansatz am Westportal der Kirche. Sie fallen kaum auf. Ein Beispiel dafür, wie stark Moores Bauplastik von der Maßstäblichkeit der im Mittelalter beginnenden Tradition lebt. Henry Moore sieht seine großen Skulpturen am liebsten unter freiem Himmel. Nirgends stehen sie so großartig und fast wie aus Urzeiten wie im Gelände um Glencairn im schottischen Dumfries. Jede für sich, ohne Blickbeziehung zu den anderen, jede von der anderen mehrere Meilen entfernt. A great friend named Tony Keswick is a very rich man, and he got interested. And first we put one sculpture up there, and I liked it so much that I was ready to let him have one or two others. William John Keswick ist ein sehr reicher Mann. Er wollte eine meiner Skulpturen haben, und so schafften wir erst einmal eine hinauf. Ich war so begeistert, dass ich einwilligte, ihm noch eine oder zwei weitere zu überlassen, einfach weil die Aufstellung in einer so wunderbaren Landschaft vollkommen war. We call Glencairn Cross because the state is called Glencairn. So we named it, and the cross was a figure that meant. Diese Skulptur nannten wir dann das Glencairn-Kreuz, nach dem Gut, wo es steht. Wir wollten damit auch daran erinnern, dass die Figur als Kreuz gemeint ist. Seitdem habe ich mich mehr und mehr der Skulptur im Freien verschrieben. Es hat mir auch geholfen, meine Skulpturen im Zusammenhang mit der Natur zu sehen. Thank you.
the British Museum played a tremendous part in my life, of course. Das Britische Museum hat in meinem Leben natürlich eine große Bedeutung gehabt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich ohne das, was ich dort fand und von dem ich gelernt habe, überhaupt wäre. In dieser Halle werden die Modelle im Maßstab 1:1 für die Gussformen von Moores Bronzen angefertigt. Moore benutzt dafür schon seit Jahren Styropor. Seine Assistenten sind alle schon lange bei ihm, zum Teil seit 20 Jahren. Wenn Moore ihnen seine knappen Anweisungen gibt, wissen sie sofort, was er meint. Manchmal werden die Modelle eingefärbt, damit man die zarten Wölbungen und Übergänge besser sehen und nicht nur fühlen kann. Die Farbe wird danach wieder heruntergeschmirgelt. Neben den vielen anderen Studios im Park von Perry Green gibt es auch das Zeichenatelier. Seine Besucher macht Henry Moore darauf aufmerksam, dass dies das einzige Atelier mit Teppichboden ist. Fürs Zeichnen brauche ich Wärme, pflegt er zu sagen, und etwas Komfort. Auch hier Fundstücke. Ein Foto vom Enkel und die Zeichnungen Henry Moores aus den Jahren 78 und 79. Den alten Sessel hat sich Henry Moore bequem und weich gemacht. Auf den Holzlehnen hat er Schaumstoff befestigt. Zeichenutensilien. Eine Postkarte mit einer Zeichnung von Rembrandt. Farbige Kreide. Ein Kieselstein. Töpfe mit Wasserfarben. Steine und wieder Steine aus der Natur. Für Henry Moore nie versiegender Quell der Inspiration. Diese Feuersteine aus der Umgebung sind wichtige Elemente der Anregung. An den Wänden Zeichnungen der letzten Jahre. Inspiriert dazu wurde er durch Knochen, die er in der Natur gefunden hatte. Auch diese beiden Liegenden sind durch Knochenstruktur und Form entstanden. Zu den Figuralen gehören die drei sitzenden Frauen. Moores Kunst wurde wesentlich durch Giotto bestimmt. Well, it's Giotto's sense of a human figure that impressed me. Giotto's Die menschliche Gestalt war es, die mich so beeindruckt hat. Was hat er alles sichtbar gemacht? Welche Bedeutung hat er ihr verliehen? Ich habe immer gedacht, das sei der Sinn der Bildhauerei. Mache sie zu einer tief menschlichen Kunst und nicht abstrakt, nicht nur dekorativ, nicht nur Spiel. Skulptur ist Wirklichkeit, sie gehört zum Leben, drückt Leben aus. A game. It's real.
It's a part of life. It expresses life. Yeah. Seit den 30er Jahren verwendet Moore weiße Wachskreidestifte über Bleistift. Wenn er mit Aquarellfarbe darüber geht, bleiben die Stellen hell. Die Hände mit der Blume zeichnete Moore im Mai 1985. Für eine Ausgabe der Gedichte von André Malraux hatte man ihn um Hände mit einer Rose gebeten. Wir fanden sie noch im Skizzenblock. Bitten um Leihgaben für Ausstellungen in aller Welt kommen fast täglich. Hier wird gerade eine liegende, eine der wenigen großen Skulpturen aus Holz, für eine Ausstellung in Japan verladen. Nicht immer kommen die Skulpturen ohne Schäden zurück. Hier bessert John Farnham, dessen Vater schon bei Moore gearbeitet hat, die liegende Figur in drei Teilen aus dem Jahr 1975 aus. Schäden werden behoben, Kratzer werden entfernt. In diesem Fall wurde auch die Patina erneuert.
Neben der Signatur von Moore der Stempel der Gießerei Noack in Berlin. Hermann Noack, heute Chef der seit 1897 bestehenden Gießerei, berichtet. Angefangen haben wir 1958-59. Da haben wir den ersten Kontakt bekommen mit Henry Moore durch die Marlboro-Galerie. Und war so Mitte 59 haben wir ein Modell bekommen, eine liegenden Drapped Woman. Und wir sollten einen Probeguss machen, ob das, was wir hier können, den Ansprüchen von Henry Moore genügt. Und diese Figur haben wir dann sehr zitterig in Bronze gegossen, haben eine wunderbar schöne Patina hergestellt und der Henry Moore kam herein und er war so überwältigt, wie das ausgesehen hat, dass er gesagt hat, also er dachte gar nicht, dass man einen so einen Ausdruck in eine Bronze reinbringen könnte. Und das war der Beginn. Seit dieser Zeit haben wir sehr viele Figuren von ihm bekommen zum Gießen. Also zählen kann man das eigentlich schon nicht mehr. Das geht in die Hunderte, in die Tausende, glaube ich, bald. Die meisten sind nach England und würde sagen nach Amerika gegangen. Aber ansonsten stehen also rund um die Welt von Sydney, Hongkong, Tokio, Südamerika, überall sind Figuren von Henry Moore, die wir hergestellt haben. Ja, Henry Moore ist regelmäßig hergekommen und das ist auch sehr wichtig, weil ja immer Probleme bei einer Figur auftauchen können und die müssen zusammen mit dem Künstler bewältigt werden. Und so ist eben auch Henry Moore früher ein, zwei, manchmal sogar dreimal nach Berlin gekommen, hat sich alles angeguckt, wir haben das besprochen, auch für die nächsten Sachen. Dadurch ist natürlich ein ganz enger Kontakt entstanden und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, mit ihm zu arbeiten. Das große Butterfly sind wir jetzt im Endstadium. Wir haben jetzt alle Teile gegossen und mussten dann die ganze Figur in vier Teile zerlegen, weil wir sie sonst hier aus der Halle nicht rausbekommen haben. Das letzte Mal war er nun vor 2 Jahren hier. Da hatten wir das Modell fertig und das hat er abgenommen und gesagt, jetzt könnten wir mit dem Guss beginnen. Aber leider, wie Sie ja wissen, durch seine Krankheit ist er nun leider nicht mehr in der Lage, hierher zu kommen. Was wir natürlich sehr bedauern. Ja, Henry Moore ist für mich ein ganz überdurchschnittlicher Mensch, der in seiner Kunst sicher große Punkte gesetzt hat. Sein Werk ist so umfangreich, wenn man das teilen würde, könnte man sicher mehrere Bildhauer daraus noch entstehen lassen. Selber ist er unheimlich freundlich, nett, zuvorkommend und aufmerksam. Wenn man Dinge mit ihm besprechen will, weiß er immer genau Bescheid, was er will.
Über den Park von Perry Green senkt sich die Dämmerung. Für uns der Moment, Abschied zu nehmen von Henry Moore. Er hat die Natur, er hat die Kunst vieler Zeiten und Völker in sich aufgenommen. Er hat mit seiner Energie bis dahin von der Geschichte gesetzte, vom Menschen akzeptierte Grenzen durchstoßen. Sculpture should be just as full as real life. That's what my aim is.